Vollberg noch genommen, der sich nochmal dazu bereit erklärt hat. Heute war es ein 3-0-Sieg, etwas souveräner als gegen Glienicke, noch zumindest vom Ergebnis her. Wird Pele Wollitz zu Hause zufrieden sein damit? Da gehe ich fest von aus, dass er damit zufrieden ist, weil es geht im Endeffekt darum, dass man gewinnt, dass man weiterkommt. Und die Mannschaft hat das heute absolut souverän gemacht, konzentriert gespielt, hat nichts anbrennen lassen. Es war in keinster Weise irgendwo eine Situation, wo man hätte dem Gegner eine Chance geben wollen und können. Und insofern sind wir alle sehr zufrieden damit. War vielleicht halt auch die Devise von Anfang an, den Sack zuzumachen. Eigentlich viele Spieler, die wir auch in der dritten Liga von Anfang an spielen sehen, gerade das Mittelfeld eigentlich durchweg, ein Mittelfeld, was ich auch in der dritten Liga von Anfang an hätte sehen können. War das heute die Taktik dahinter, nicht ganz so viel auszutauschen? Ganz genau so ist es. Wir haben ja einen normalen Wochenrhythmus und insofern war es nicht notwendig, da auf die Kräfte zu gucken, sondern eigentlich selbst im Rhythmus zu bleiben. Und deswegen wollten wir nicht so viel durchtauschen. Wir haben mit Matovila, Weidlich und Kruse drei Spieler draußen gelassen, die alle Spiele bisher gemacht haben. Insofern machte das Sinn und konnten damit halt dann Philipp Knechtel mal Spielpraxis gewähren in einer Mannschaft, die dann halt sonst normalerweise auch von Anfang an spielt und Marcel Baude auch. Also insofern hat das ganz gut gepasst alles. Alles klar. Danke fürs Interview, ja. Und komm gut nach Hause.